The Zone wird exklusiv 121 der 138 Spiele pro Saison live zeigen. Dazu kommt das Endspiel, das parallel auch im Free TV zu sehen sein wird. Neuer Player in der Champions League ist Amazon. Der US-Internetriese hat sich im Dezember für seinen kostenpflichtigen Streamingdienst Amazon Prime das jeweilige Topspiel am Dienstagabend gesichert. Das Live-Paket umfasst insgesamt 16 Partien, davon 2 Playoff-Spiele. Als Verlierer der Champions League-Rechtevergabe steht Sky schon seit dem vergangenen Dezember fest. Seit 2000 zeigt der Pay-TV-Sender zuerst noch unter dem Namen Premiere Spiele der Königsklasse. In einem Jahr ist in Deutschland Schluss.